Die Ketten habe ich schon hier improvisorisch. Das sind drei verschiedene Ketten, das ist nicht eine. Das ist eine Perlenkette. Das ist eine richtige Hosenkette. Ich glaube, das war auch so eine Hosenkette. Das ist eigentlich so eine Halsperlenkette. Aber von der Länge her passt es halt ganz gut zu den ganzen anderen. Und ergänzt das, denke ich, ganz gut. Und die hier ist halt richtig lang. Das ist so eine richtige typische Oma-Kette. Rocky hätte die wahrscheinlich so getragen. Aber ich mache die über Kreuz. Mal über den Kopf. Dann habe ich hier die Big Chains. Die Gürtel darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe mich dort dazu entschieden, nur die Orange mitzunehmen. Ein bisschen schlechter, hier sind schon genug Kerne. Und mit der Sonnenbrille wirklich eh schon abgehoben. Gang, gang, gang. Guten Morgen, Paris. Ist auch, das ist, glaube ich, auch hier komplett alles Frauenabteilung. Was meinst du ja genau, meine ich weiß, ne? Ja. Die kommt cool. Diese Werbung irgendwie da hinten einfach. Ja, der sieht eher so aus wie so ein basic Challenge jetzt. Ich fand den gelben, glaube ich, ganz nice und den rosa an den, aber den haben die hier nicht. Ich finde, der muss halt noch diese Gucci-Muster haben, aber ich finde, der sieht halt viel zu standard aus. Ja. Das ist so Loki Flex. In den neuen Colorways. Irgendwie erinnern mich die auch so ein bisschen an diese Adidas Sambaste vom Style. Gerade kommen ja auch die hier voll zurück. Die sieht man auch immer mehr. Das ist, glaube ich, alles so dieses bisschen slimmer bekommt wieder zurück von Schuhen her. Wegen dem Weißen erinnert mich der auch ein bisschen an den Elber Jordan. Ja, ja, vom also, Glänzen her. Also vom Glänzen sowieso, so, aber auch hier von der Sohle. Weil die gibt es doch auch das schon voll. Das sind der Kombo sieht halt komplett wie ein Elber aus. Ich glaube, den gab es so ähnlich oder genauso schon vor ein paar Jahren. Dann ist er ein bisschen untergegangen. Und dann kommt auch wieder voll wieder diese Slim-Schuhe halt. Guck mal, wenn da jetzt ein anderes Zeichen wäre, würde ich das nicht so. Nee, das ist doch so. Leider, ja.
Das Logo hat schon so eine gewisse Ästhetik. Das ist einfach ein Flex, so eine Nylon, eine ganz normale Nylonhose mit einem Prada-Logo zu haben. Tatsächlich den gelben, damit ich auch den gelben spielen kann. Ich finde den schwarz eigentlich nicht so cool. Von hier finde ich die nicht so schnell. Es gibt noch einen schwarz-weißen, den fand ich auch sehr nice. Willst du auch einen probieren, Bro? Siehst du ihn nicht drin? Guck mal, die Prada-Nylon-Jacke, die Prada-Nylon-Hose. Bruder, das ist der Flex. Wenn, dann hier, sonst nicht. Es ist irgendwie richtig nice, mit dem Fahrrad durch die Straße zu fahren. Aber gleichzeitig kennt man das gar nicht, das ist aus Deutschland, wie asozial hier alle fahren. Und man denkt wirklich jeden Moment, dass hier überfahren wird. Leute fahren einfach auf Streifen, auf denen die nicht fahren sollen. Wir haben hier einen Busfahrradstreifen, aber auf dem fahren auch alle Autofahrer. Das macht gar keinen Sinn. Mehr. Wir haben doch gestern Afra heißt er ja eigentlich, richtig ausgesprochen. Wir haben ja gestern seinen Brot Porsche gesehen. Das ist von ihm halt mäßig die Marke La Del Automobil. Darüber verkauft er halt an sich so Merch und sowas auch zu diesem Namen. Und die haben anscheinend eine Kollabo mit irgendjemandem gehabt jetzt. Oder halt nicht mal Kollabo, ich glaube, das ist so deren eigenes Ding. Das ist halt so eine Art Culture schon mittlerweile hier in Paris. So diesen Aufkleber hatte er doch an der Seite. Exklusiv, das gibt es noch online und hier. Das ist aber sehr nice, wenn man so ein Fan von ihm ist. Er hatte auch eine Salomon-Kollabo. In denselben Colorways kam halt ein Salomon-Schuh raus. Gibt es noch diese Comme des Garçons? Comme des Garçons Salomon. Sehe ich aber auch Air Kilian drin. Dann mit so einer sekundären Hose drauf. Okay, das ist doch nice. Ich glaube, das ist nice, hat auch diesen flacheren Schirm. Ich hole die Brille. Die hier. Das ist schneller als das Sonic. Welche Farben waren das nochmal? Das ist ein bisschen Jamaika-Farben. Jamaika-Farben. Nicht ganz, aber ein bisschen Smoky. Also Spring Summer 2022.
ist, glaube ich, so ein Ralph Simmons, diese reproduziert. Das gab es schon vor 20 Jahren oder so, also deshalb steht hier Archive. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, das ist sowas. Das Originale wird wahrscheinlich richtig viel wert sein, aber das ist natürlich nicht so. Ja, ist alles cool. Oder fühlt sich von drinnen ein bisschen wie Gild an. Schon weird. Ich kann auch gar nicht auf die Dinge klären, weil mich das flackert. Sehr, als ich dachte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das auch eine Zubereitungsart ist, so das zu machen. Aber ich dachte, das zerfällt so richtig, weißt du. Das ist aber schon ein bisschen zäh. Ja. Aber das gesamte Feeling ist schon nice. Also das so im Mund zu haben. Das ist nice wegen der Senfsoße. Ja, das passt halt dazu mit den Gürtchen, ne? Aber ich glaube, ich habe anderes Fleisch als du. Kann auch sein. Ich hab so. Meinst du zum Beispiel Zartan? Ja. Also ich schätze mal, wir können ja gleich tauschen. Meinst du, sieht doch ein bisschen anders aus. Oder welche Brand hat das nochmal so ähnlich gemacht? 6PM oder sowas? So ein ähnliches Style? Ich weiß gar nicht. Ja, das ist ja von Roscher die neue Marke. Ja, aber du weißt doch, Digga, alles ist. Der ist schon sehr, sehr mini. Der hat ja auch nicht mal eine große Auswahl. WRL ist so die große Marke, dann gibt es hier noch die Marke von Roscher. Aber sonst. Aber gefühlt ist das hier eher ein ERL-Laden als Dover Street. Mit halt gemischten Marken. Irgendwie sehe ich hier nur ERL. Na, ja, weiß nicht, irgendwie nicht so. Das Problem kannst du verstehen, Digga, das ist so ein Nischenladen. Ich kann mich hier überlegen. Halt das mal. Hier finde ich auch was. Warum steht der hier an der Nicolago? Das ist doch ein ganz normaler Gazelle-Show, oder nicht? Wahrscheinlich denn nicht, ne? Zum Glück gibt es hier Farid Bang Vintage Tees. Danke, Rocky. Alles ist Rocky, sogar zwei Stück. Ah nein, nur eins. Ja, es gibt hier halt viele ein paar Sachen. Ein paar Jeansjacken. Ein bisschen Military Stuff. Insgesamt eigentlich gar nicht so ein schlechter Eindruck jetzt vom Laden. Man müsste aber sehr, sehr lange suchen, um jetzt das Passende für sich zu finden. Ja, ich habe mir halt so eine Levi's 512 Bootcut Hose gekauft.
Ich habe darauf noch ein bisschen Rabatt bekommen, weil hier dieses Ding hier abgerissen war, was mich persönlich halt gar nicht stört, so ein bisschen rippt halt. Aber man kann halt immer den Preis drücken. Ja, natürlich trotzdem den Preis ein bisschen untersetzen. Das war halt der Vintage-Laden, den habe ich auch wahrscheinlich eingeblendet, den Clip, den Rocky mal besucht hat, 2017 glaube ich. Und seitdem ist er so ein bisschen am Poppen, der Laden. Da war noch ein zweiten, da hast du dir jetzt eine Hose gekauft, ne? Ja, genau. Ich habe mir dann auch eine schwarze 501 geholt. Ja, ist eine relativ normal fittende Hose. Wahrscheinlich werde ich die auch noch aufschneiden. Mal schauen, damit sie noch ein bisschen mehr ripped ist. Aber ich wollte eine normal fittende Hose, weil ich tatsächlich kaum noch welche habe. Ich finde auch an sich gar nicht den Laden so teuer. Ich hätte dafür, dass man so quasi Rocky schon mal im Store hatte, kann man ja damit werben und den Laden an sich teurer setzen. Aber die hat jetzt 25 Euro gekostet. So. Ist völlig in Ordnung. Deswegen. Also wir haben uns hier gerade hingesetzt nach unserer Vintage-Shopping-Tour. Und irgendwie sitzen wir vor so einem Bäcker, wo die ganze Zeit Leute herauslaufen mit 4 bis 5 Baguettes in der Tüte. Wir haben uns schon gefragt, warum da die ganze Zeit noch Baguettes gekauft werden, obwohl da auch Croissants und was verkauft werden. Und irgendwie haben die 2018 irgendeinen Preis oder einen Award gewonnen. Ja, die Nudeln sind schon übertrieben geil. Die haben eine richtig geile Konsistenz. So dieses glitschige, aber trotzdem geil zum Beißen. Geschmacklich ist echt schwer zu sagen, welche besser sind. Ich glaube, die hier vom ersten Ding hier sind besser vom Salzgehalt. Aber ich überlege trotzdem nochmal zum anderen zu gehen, Digga. Ich hab da einfach voll Bock drauf. Heute ein richtiges Rahmenwochenende. Die kühlen aber schnell ab, ne? Ja. Ist bei dir auch nicht mehr so heiß? Nee, nicht mehr so. Ich wüsste, wie die Leute einfach seitlich jetzt abstellen und hier ein bisschen rumgehen.
auf der Bank, die es da gibt. Leider ein bisschen spät dran. Vielleicht gehen wir morgen nochmal hier hin. Schade, dass wir ein bisschen zu spät, sonst hätten wir diese Lichterschau mitbekommen. Das war halt geil.